Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Und das ist ein mega neues Video, denn wir haben es 19:01 Uhr am Donnerstag, den 9. März. Und die in meinen letzten Videos gut aufgepasst haben, die wissen, dass ich jetzt fahre nach Trafol. Das ist in Italien zum Skifahren. Und ich nehme euch einfach mit. Um 19:45 Uhr ist Treff an der Schule. Sagt man das so? Keine Ahnung, auf jeden Fall um 19:45 Uhr treffen wir uns an der Schule und ich werde euch mitnehmen und ich hoffe, es wird ein super tolles Video und es wird hoffentlich eine super tolle Klassenfahrt und ich werde euch mitnehmen und ich rede so viel. Tschüss. Wir haben es 20:30 Uhr und wir fahren jetzt endlich los. Wenn Sie mal schauen wollen, ist es okay. Wir fahren gerade los. Dort ist, weiß ich nicht. Dort sehen Sie, weiß ich nicht. Da ist Fuß. Ich die ganze Zeit. Wir haben es 23:16 Uhr und wir machen gerade Pause. Und es ist nicht mal kalt, aber Barbara geht's nicht so gut. Und da sind solche Idioten, keine Ahnung, ich kenne die nicht. Und da ist Mackis, aber. Wie lange müssen wir noch fahren? Ich hoffe nur noch so ein paar 10 Stunden. Also ich habe nämlich keinen Bock mehr. Aber wir sitzen hinten und das ist gut, aber keine Lust mehr. Wunderschön Mond in der Luft. Wow. Es ist so, oh mein Gott, nein. Ich habe geschlafen und dann nicht. Und ich bin immer wach geworden, weil mein Kopf so weggerutscht ist vom Fenster. Und nein, es ist einfach nur schrecklich. Oh Gott. Pia ist am Flaggen. Ich bin mit drauf! Shit. Wir haben es 7:23 Uhr. Wir sind in Österreich. Ja. Und gönnt euch diesen Ausflug. Just run away with me, darling. We'll get real lost. We'll get real lost again. Just run away with me, darling. We'll get real lost. We'll get. Hello. Italien. Okay, Leute, wir sind jetzt angekommen. Endlich nach drei Stunden. Ich zeige euch mal das Pechzimmer. Also, was ist das? Ecke. Das ist ein Schrank. Gute Holz. Das ist eine Mülleimer. Gute Holz. Das ist eine Treppe, die ins Nichts führt. Das ist da ein Tür. Das ist die größte Scheiße der Welt. Sie hat's gesagt. Weil das Ding ist, wir dürfen die Küche nicht benutzen. Und wir teilen uns alle Mädchen, 8 Mädchen, ein Zimmer. Das heißt, Bitchfight ist vorprogrammiert. Okay. Dann haben wir hier einen Tisch, der viel zu groß ist. Das ist richtig geil. Dann haben wir einen Balkon. Da haben wir einmal diese mega krasse, geile Aussicht. Und Schnee. Geht ein bisschen tief runter, aber nur ein bisschen. Und ja, das ist nass. Och nö. Dann haben wir hier das luxuriöseste Bad der Welt. Ach hallo. Mit. Weiß ich nicht, was es ist. Und Mülleimer. Das Klo, ganz wichtig. Nur 4 Klopapierrollen, das reicht niemals. Und die Dusche. Dann haben wir hier unser Zimmer. Da schlafe ich. Das ist unser Ausblick. Voll schön. Okay, da oben geht's
Da sieht man auch da die. Bahn. Lift. Der Lift, genau. Und dann haben wir hier nochmal denselben Ausblick wie aus dem Balkon. Dann hier nochmal das Bett. Es ist. Sah auf den Bildern im Internet schöner aus. ich weiß nicht, ob ich bei den Mädels reingehen sollte, so, oder ich krieg Ärger. Oh mein Gott. Hauptsache, dank Pia können wir den Herd anmachen. Ja. Und das geht einfach nur eigentlich so. Und ich war zu dumm dafür. Und jetzt können wir schießen. Wer fängt dann an? Heftige Karten. Was ich soll meine auch da reinhalten. Nein, nein, nein. Wer fängt an? Ja. Pia fängt an. Warum ich? Schönen guten Morgen. Wir haben es 8.35 Uhr am heute ist Samstagmorgen. Oh mein Gott, da schlafe ich noch. Wir gehen jetzt gleich Skifahren. Die da nicht. Ja. Und ja, ich finde Sex selber ist nicht so meins. Aber wir werden sehen, wie es klappt. Ne? Wir haben nämlich die nette Kamerafrau, die wird die Kamera währenddessen halten und ja. Guten Morgen. Geile Brille. Danke. Ich fühle mich so hässlich. Sag tschüss. Wir haben es 11.34 Uhr und sind seit, weil wann sind wir hier? Neun? Halb zehn seid ihr, glaube ich, hier. Ja, neun, halb zehn, irgendwie so sind wir jetzt am Skifahren. Manche haben schon bis da hoch geschafft und ich nicht. Ich kann nicht mal geradeaus fahren und wenn ich bremse, halte ich nicht an. Und deswegen haben wir den netten Typen da, den Daniel, der hilft mir, aber ich kann es trotzdem nicht. Wir haben es mittlerweile 18.42 Uhr. Ja, was haben wir gemacht? Ich war noch duschen, dann habe ich ein bisschen geschlafen und alles, weil Skifahren ist einfach nicht mein Ding. Und ich habe Sonnenbrand, sieht man das hier in dem Licht? Das, Boah, ist geil! Sieht man das? Heute ist Tag 2. Hochmotiviert. Aber schön. Alles tut scheiße weh, aber schön. Wunderschön, aber alles tut weh. Ja, sie sagt es. Und ich kann es immer noch nicht, aber... Ja. Besser als du. Wow! Hallo! Also da sehen Sie eine Michelle, die versucht Ski zu fahren. They see me rolling, they hate it. Die Sonne ist jetzt wieder voll krass, ey. Ich hab keinen Bock mehr. Das ist der größte Scheiß, den es gibt. Kannst du ruhig reinmachen? Scheiße! Ungefähr 2 Uhr, sieht so aus. Wunderschön. Alle meine Klassenkameraden können jetzt bis nach da oben und darunter oder sogar da oben. Nur ich nicht. Es ist 11.53 Uhr am Tag 3, 4, Tag 3, 4. Heute ist Samstag, Sonntag, Montag, der 4. Heute ist Tag 4. Ich habe mich gemault. Sieht man das? Es tut weh. Frau mit dem Sixpack, Pia weiß, was ich meine. Hallo! Oh,
Oh, ich glaub, ich so jetzt, ne? Ich mache immer solche Dinger und vergesse, dass das auf YouTube kommt. Vloggen! Vloggen! Hey. Ihr kommt auf YouTube jetzt, ne? Nachtwanderung mit Pia. Schneid das raus! Auch ganz interessant, ich weiß nicht, ob sich jemand schon mal irgendwie damit beschäftigt hat. Früher sind sie tatsächlich, und auch von diesem Gustav Schöni, sieht man da, und das ist aber auch in diesem Hotel, wenn ihr da mal reingeht, die nächsten Tage noch irgendwann, ausgestellt. Die sind nur auf Holzlatten gefahren. Holzlatten, und da waren in der Mitte Lederriemen dran genagelt. Einfach nur so Riemen, und das waren die Skier. Ich sehe mich nicht mal selber. Ist so, Fabian, wenn du noch mehr sehen willst, guck dir einfach mein Video an. Guckt euch das an. Ist eine gute Panorama. Wie gestern bei der Nachtwanderung. Man hört nichts. Man hört den Bach. Ein paar Vögel schön. Vielleicht auch das Flugzeug da oben. Aber das war's. Und du kannst ja auf der Straße laufen wie ein Betrunkener. Keine Menschenseele. Guck mal, wie schön. Hier und das ist die geilste Hütte. Wo du dich schon dahingestellt hast und gesagt hast, du willst aufpassen. Ja, weil hier geht's runter bis zum geht nicht mehr. Eieiei. Hallo? Stirb. Okay, morgen ist schon Foto-Video-Präsentation, ne? Einfach wow. Ah, hier ist auch ein bisschen Matsch. Ein bisschen viel. Oh, hier weiße Schuhe. Und wie spät haben wir es? 22.30 Uhr. Oha, so spät schon. Also wir haben es 22.30 Uhr und so sieht ein normaler Abend bei uns aus. Also hier ist einfach nie jemand, weil wir sind alle unten. Ne? Grüße gehen raus an euch Mädels. Wir durften heute wieder hier bleiben, weil, ja gut, ne? Ich weiß nicht, heute scheint die Sonne nicht so. Kannst du hier sehen? Ja, ist wunderschön hier. Aber ja gut, und mein Sonnenbrand tut weh. Warum erzählen die nicht was? Immer so ruhig. Oh, hallo. Ja, das Essen ist da. Voll gut, und die sind so nett hier. Die haben so zwei Schnitzel gemacht, weil wir zu zweit sind, und dann einfach nur geil. Und also, wie Sie sehen, sieht die Wolke da sehr gut aus, und da haben sie hier den Himmel. Da sieht richtig schnieke aus. Das ist mein Schatten, hallo. Und hier sehen Sie Steine und so ein paar schöne Sachen, und die Sonne kommt wieder raus. Sieht super aus. Ja gut, ich gebe es a try. Ja. Nur bis dahin, ich komm doch wieder. Ich will keinen Kaffee machen. Die Nummer ist 118. Das sieht richtig schön aus. Oh mein Gott. Ja. Was? Ich bin doch nicht weit unten. Wow.
Jetzt gehen wir noch einmal runter und ich habe auch die liebe Nathalie überredet, mit runterzukommen, nachdem wir Stefan getroffen haben, den Süßen. Das ist der, dem gehört das Ganze da. Also der Weg ist nicht so einfach, aber man kann es überleben. Hier muss man ein bisschen aufpassen, weil es gefroren ist. Aber sonst, nö. Beim letzten Tag angekommen, war das Donnerstag, der 16. Keine Ahnung, auf jeden Fall. Hallo. Und zwar bin ich heute wieder hier und sage, mein Sonnenbrand, ne? Tschüss, alles pelzig, so nein. Heute ist der letzte Tag, morgen geht's nach Hause, die anderen sind auf der Piste. Keine Ahnung, ich war gerade duschen und jetzt ist meine Freundin da, fertig ist mit Duschen, dann wollten wir noch ein bisschen rausgehen, das schöne Wetter genießen, dann gönnt euch einfach mal, wie schön das ist. Ist ein bisschen kalt hier auf dem Boden, aber gönnt euch. Oh Gott, ich werde diesen Ausblick vermissen. Schuh. Ja. Hier seht ihr nochmal unsere schöne Wohnung, das ist das Badezimmer, hier ist unser Zimmer, hier schlafe ich, sieht man, Upper High, den Helm, den muss ich gleich noch runterbringen und alles, denn ich bin schon lange nicht mehr gefahren. Hier nochmal das Zimmer von den drei Mädels, finde ich persönlich mit der schönste wegen dem Balkon. Bitte verzeiht mir, Mädels, dass ich das filme. Ich hoffe, ich kriege keinen Ärger, wa? Hier der Tisch mit der Story. Hier dann die Betten von den anderen drei Mädels. Die Küche, die wir nicht benutzen dürfen. Ja, Zimmer, was abgeschlossen ist. Schade. Dann die Treppe, mein favorite place. Denn abgeschlossen. Seht ihr was? Oh, ich sehe einen Stuhl. Naja, da ist auf jeden Fall noch eine Küche oder so, keine Ahnung. Und hier war mein Lieblingsplatz. Denn hier hat man seine Ruhe. Die Leute wissen nicht, dass du hier oben bist, wenn du es clever anstellst. Dann ein Schrank, die Tür mit den Hausregeln und das schlimmste Schloss von allen. Ich denke, es ist noch ein bisschen zu früh, mein Fazit zu ziehen, denn der Tag ist ja noch nicht vorbei und alles. Ich denke, ich werde euch auf jeden Fall mitnehmen, denn hier und da ein bisschen Videomaterial. Ich weiß noch nicht, wie ich den Vlog mache. Auf jeden Fall wird das Schneiden richtig schwer, denn ich muss gucken, was für Szenen ich nehmen kann für YouTube und was für Szenen für meine Klasse. Und da muss ich noch gucken, welche Leute mir erlauben, die reinzustellen und welche nicht. Ne? Denn ich möchte ja
hier kein Bitchfight machen, ne, mit Sachen, die ich dann da so reintue. What? Ja, bis jetzt war die Klassenfahrt mega cool, mega Spaß gemacht, auch wenn ich nicht an allen Tagen Ski gefahren bin, weil ich kann es einfach nicht, aber ja gut, nicht jedem liegt das. Ja, morgen früh geht's nach Hause und oh mein Gott, meine Stimme. Und ja, ich hoffe, die Fahrt geht schnell um, denn ich will eigentlich nur noch dann in meinem Bett und schlafen, mal richtig schlafen. Es war chillig, mal mit denen zu chillen, mit denen du eigentlich normalerweise nichts zu tun hast. Und dieser Ausblick ist einfach Bombe. Es wird mir sehr fehlen, dieses geile Wetter, auch wenn es mir die Haut von den... Auch wenn es mir die Haut von den Knochen pellt. So, what? Ich hoffe, euch hat der Vlog gefallen, auch wenn ich das jetzt schon mal so sagen kann. Ich werde mal gucken, ob das ein Einteiler oder ein Zweiteiler wird, keine Ahnung. Sie ist fertig. Wow. Ich sehe nicht mal was. Gar nichts. Der Bus springt nicht an. Das heißt, wir können doch nicht los. Psst, da gucken Kinder zu. Ja, ist nicht gut. Da kommt auch ein Glas. Und ja. Wow. Schön hier. Wir haben es 8.03 Uhr. Und wir sitzen jetzt im Speisesaal, ist das Speisesaal, Küche, whatever. Und wir warten, dass wir los können. Wir können nicht und ich will doch nur nach Hause. 9.15 Uhr, immer noch hier. Wow.